Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Besprechung hier zum Ticker GEWO. Wenn der Preis einer Aktie innerhalb kurzer Zeit ansteigt, kann es nervenaufreibend sein, eine Long-Position zu eröffnen. Wusstest du, dass du Geld verdienen kannst, wenn der Aktienkurs zwangsläufig fällt? In diesem Kapitel besprechen wir parabolische Short-Setups, wie man sie erkennt und den perfekten Zeitpunkt, um eine Short-Position einzugehen. Das Shorten von parabolischen Bewegungen auf der Vorderseite Frontside sollte unbedingt vermieden werden, wenn man versucht, ein kleines Handelskonto zu vergrößern. Stattdessen sollte man sich, so wie ich in diesem Trading-Beispiel, auf der Shorten der Rückseite Backside konzentrieren. Der einzige Grund, warum Trader eine parabolische Bewegung auf der Frontside shorten, ist, weil sie von FOMO und zu viel Selbstvertrauen überwältigt werden. Sie nehmen eine kleine Position, einen Starter ein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Aktie reagieren wird. Würden wir nicht alle lieber eine größere Wahrscheinlichkeit für einen positiven Trade haben, anstatt die Möglichkeit, dass die Aktie weiter steigt? Rational klar, wir wollen alle lieber einen positiven Trade. Es macht einfach keinen Sinn, das Top einer Aktie zu finden. Eine Aktie Top-Tick zu shorten ist schon eine große Kunst und für einen Trading-Anfänger noch in weiter Ferne. Der Begriff parabolische Bewegung entstand als Trader-Slang. Er bezieht sich auf eine Situation, in der der Preis einer Aktie einen steilen Anstieg verzeichnet, der wie die rechte Seite einer parabolischen Kurve aussieht. Eine parabolische Bewegung tritt auf, wenn die Geschwindigkeit, mit der der Aktienkurs steigt, exponentiell zunimmt. Mit anderen Worten, eine parabolische Aktie ist eine Aktie, die sehr schnell steigt. So wie jetzt auf den vorigen Folien und hier im Ticker GEWO schön zu sehen. So sieht typischerweise eine parabolische Aktienbewegung aus. Schauen wir uns jetzt die Price Action anhand dieser Live-Aufnahme genauer an. Wie du sehen kannst, habe ich wie eingangs besprochen den Backside-Move geschortet. Denn jetzt haben wir ein genau definiertes Risiko und wissen, dass die Aufwärtsbewegung vorbei ist. Und hier werfe ich nur ein Short-Squeeze-Potenzial bei Low-Floatern, deshalb umso wichtiger und allgemein gesagt immer lieber die Rückseite zu shorten. Das war jetzt auch soweit alles zu diesem Thema. Im nächsten Video, da spreche ich über den fundamentalen Hintergrund einer solchen Bewegung. Wer ist Initiator? Warum findet so etwas statt? Und von welchem Typ von Aktien sprechen wir hier im Genauen? Ihr könnt gespannt sein auf das nächste Video. Bis dahin, alles Gute.